Hallo und herzlich willkommen, liebe Eishockey-Fans vom EC Bad Nauheim. Hier ist wieder Timeout, der Teufelskanal der Roten Teufel mit dem Spitzenspiel in Eishockey-Oberliga am Freitag, den 13. November 2009. EHC Dortmund, der Aufsteiger gegen den EC Bad Nauheim. Die Roten Teufel wurden nochmal an der Bande vertreten. Fred Carroll nach wie vor erkrankt von Markus Jener und von Stefan Himmler, den beiden Assistenztrainern. Und diese sahen gleich eine stürmisch marschierende Bad Nauheimer Mannschaft. Ein Abseitstor von Baldis in der zweiten Spielminute. Hier gepfiffen an der blauen Linie. Und gleich in der nächsten Situation der EC tonangebend. Ein schneller Vorstoß. Die Scheibe kommt gleich zu Jan Bartha. Der kann durch die Mitte alleine auf Finkenrad laufen. Den Torhüter der Dortmunder. Aber scheitert am Goalie, der ja auch letzte Saison mal bei den Hessen im Gespräch war. Ja, die Roten Teufel, sie machten viel Druck in dieser Anfangsphase. Aber dann ausgerechnet die erste richtig dicke Chance von Dortmund, als Bad Nauheim in Überzahl war. Schneider scheitert hier an Boris Ackers in der 7. Minute. Und dann hagelte es einige Strafzeiten beim EC. Zwei Mann draußen, hier musste Dennis Cardona für 2 Minuten in die Kühlbox. Überzahl von Dortmund. Erstmal von Ackers geklärt. Jetzt weiß er einen Moment wohl nicht genau, wo die Scheibe ist. Und da schaltet Potthoff am schnellsten und macht in diesem Powerplay das 1:1. Schiebt die Scheibe irgendwie noch an Ackers vorbei über die Linie. Also viel drin in dieser Partie, viel Tempo. Alles, was das Herz begehrt. Strafzeiten, Tore und Torszenen. Bad Nauheim drückte, wollte den zweiten Treffer. Und jetzt seinerzeit mal im Powerplay. Sieht eigentlich ganz gut aus. Die Scheibe kommt immer sehr gut vor Finkenrad und der greift dann zu. Ja, Finkenrad und Ackers haben ja letzte Saison in Holland gespielt. Man kennt sich also. Und die Roten Teufel weiter im Vorwärtsmarsch. Die Scheibe lief sehr ansehnlich rüber auf Chris Eid und er hält drauf in den Winkel. 17. Minute nach Vorlage von Kevin Richardson. Eine Co-Produktion der ehemaligen Ontario Mustang-Spieler im Dress der Roten Teufel. Machen sie das 2:1. Und gleich nochmal eine Riesenszene, wieder von Richardson. Kurz vor der ersten Pause, da muss Finkenrad nochmal alles aufbieten. Und dann läuft der Konter und auch Boris Ackers, aber mit dem Schoner zur Stelle. Also ein gerechtes 1:1 bis dahin und dann hagelte Strafzeiten, vor allen Dingen gegen die Roten Teufel. Patrick Bobuda draußen, Dortmund jetzt mit viel Druck zurück aus der Kabine. Jetzt war Boris Ackers natürlich gefragt, gleich die nächste Strafe gegen die Hessen. 3 Stück in Folge musste man kassieren und sah sich natürlich in Unterzahl. Jetzt Chris Eid draußen im Hintertreffen. Dortmund mit mehr Spielanteil, mit mehr Torschüsse, aber was bei ihm fehlte, war einfach das Tor. Boris Ackers hier wunderbar, Glove Save mit der Fanghand und Bad Nauheim. Sie feuerten ihre Mannschaft an, ungefähr 100 Fans waren mitgekommen in die Westfalenhalle nach Dortmund, sahen jetzt das erste Powerplay, diesen zweiten Abschnitt für die Gäste und diese zeigten, wie man es besser macht in Überzahl von der Blauen. Alex Baum abgefälscht von Kyle Piwowarczyk, 31. Minute, das 1:2 für die Kurstädter. Wunderbar gemacht, den Schläger in den Schuss reingehalten und dann unhaltbar für Finkenrad abgefälscht zur erneuten Führung für die Gäste, beziehungsweise zur erstmaligen Führung natürlich in dieser Partie. Nächste Szene. Wieder ein Gestocher, diesmal vor dem Tor von Benjamin Finkenrad. Die Scheibe ist noch heiß, wunderbar gemacht. Und jetzt hat Finkenrad die Scheibe in der Fanghand. Ja, der EC jetzt mit Druck, nachdem so 10, 11 Minuten die Dortmunder den Ton angaben. Ronny Schneider verliert hier die Scheibe gegen Kevin Richardson. Gab 2 Strafminuten gegen den Dortmunder wegen Beinstellen. Aber dieses Überzahlspiel ist verpuffte zunächst. Dann ging es in den letzten Abschnitt also mit einer hauchdünnen Führung für die Gäste aus der Wetterau, die gleich wieder einen Angriff starteten. Wunderschön von Kyle Piwowarczyk, zieht 2 Mann auf sich, dann den Pass, Rückhand auf Matthias Baldis, der steht da goldrichtig, 45. Minute macht er das 1:3. Ein wunderbarer Spielzug der Gäste aus Hessen. Der Kanadier Piwowarczyk legt mit der Rückhand mit einem No-Look-Pass auf. Und Baldis dann mit seiner ganzen Technik macht er also dieses wichtige 1:3. Jetzt musste Dortmund natürlich kommen und es gibt Platz für den EC zum Kontern. Sehr schön wieder hier gekreuzt vor das Tor von Finkenrad. Und der muss alles riskieren bei diesem Schuss von Piwowarczyk.
Nächste Szene auf der anderen Seite nach dem Bulli. Die Scheibe prallt von der Bande zurück und es geht sofort ab in Richtung des Tores von Finkenrad. Und da setzt Erik Heiduck nochmal nach und Finkenrad mit einem Fehler genau auf die Scheibe, auf die Kelle gespielt, die Scheibe. Und da reagiert Heiduck sofort und macht das 1:4, die Vorentscheidung in dieser Partie. In der 52. Minute nutzt er diesen Fehler vom Goalie der Dortmunder Elche. Konsequent ausgenutzt. Dortmund hatte über lange Zeit die größeren Spielanteile, aber der EC eiskalt die Chancen ausgenutzt. Man muss aber nochmal aufpassen, denn Dortmund warf jetzt nochmal alles nach vorne. Weilert prüft hier, Ackers ein wunderbarer Save vom Schlussmann. Und Dortmund jetzt mit dem Mut der Verzweiflung ging es im Vorwärtsmarsch. Hier eine Strafe angezeigt. Dortmund bleibt im Scheibenbesitz. Der sechste Mann kommt auf das Feld. Die Situation noch nicht bereinigt. Und da ist das zweite Tor in der 58. Minute. Also jetzt Weilert erfolgreich. Da waren noch 3 Minuten zu spielen. Nochmal keimte Hoffnung auf bei den Elchen. Nochmal eine Strafzeit gegen die Roten Teufel. Auszeit für Dortmund. Markus Jena erklärt nochmal, wie wir taktisch jetzt hier vorgehen. 4 Mann. Das Tor leer bei Dortmund. Derer also 6 auf dem Feld und Bulli vor dem Tor von Ackers. Also ein zweifaches Überzahlspiel, wieder viel Tumult vor dem Kasten von Ackers und das dritte Tor, der Anschlusstreffer, aber nur 3 Sekunden noch zu spielen. Und das reicht natürlich am Ende, ein Schönheitsfehler, diese 2 Gegentore und 3 wichtige Punkte für den EC. Und dann gab es noch ein paar O-Töne von vor dem Stadion, als der Mannschaftsbus dann kurz vor der Abfahrt war. Erstmal die Mannschaft verabschiedete sich von den Fans, dann also ein paar Kommentare aus dem Bus und von vor dem Bus. Erstmal ihre Pizzen ab, die es da drin gibt. Hey, best fans in the league. The best. Felt like a home game out there. No real comments. Good to win on the road. We gave up 2 goals at the end, which was kind of shitty, but 3 points. Yeah. You know, thanks, Chris. Hey, have a good trip home. All right. Dankeschön. Wir sehen uns hier wieder bei Timeout. Schaut wieder rein. Bis dahin. Macht's gut und tschüss.